Wie es ist, mit einem solchen Drama zu leben, habe ich im Sommercamp der Hilfsorganisation Innocence in Danger erfahren. Udo Nagel am Bahnhof von Gstaad, einem romantischen Wintersportort in den Schweizer Alpen. Wir warten auf den Zug mit den Kindern, mit denen die Diplompsychologin Julia von Weiler eine Woche lang hier arbeiten will. Die Kunstwochen für traumatisierte Kinder oder das Summercamp, wie wir das hier in der Schweiz nennen, hat die Idee, traumatisierte Kinder eine Woche lang in einen fast paradiesischen Zustand zu entführen. Und letztlich geht es darum, viele heilsame Impulse zu setzen. Die Innocence in Danger Gründerin Homera Sellier berichtet von ihrer Motivation. Ich selbst bin diesen Männern und Frauen begegnet, als ich ein junges Mädchen war. Sehr elegante Damen und Herren, die nur in den besten Kreisen verkehrt sind und die schicksten und besten Lokale in Paris besuchten. Sie haben mir und anderen Mädchen Geld angeboten, damit wir mit ihnen mitgehen. Angeblich in schicke Restaurants und so weiter. Als Kind verstand ich gar nicht, was sie von uns wollten. Erst sehr viel später habe ich erfahren, dass eine meiner Freundinnen das Angebot angenommen hat und sich von einem dieser Männer zum Essen einladen ließ. Sie wurde vergewaltigt und hat sich später das Leben genommen. Als ich davon erfuhr und dann endlich verstand, was da eigentlich passiert, begriff ich auch, wer diese Menschen sind, die versucht haben, uns in die schönsten Lokale und besten Restaurants in Paris zu locken. Dort haben sie Jagd gemacht auf Kinder. Und da habe ich erst begriffen, dass es so etwas überhaupt gibt. Menschen mit sehr viel Geld, die mit ihrem Geld Sex mit Kindern kaufen. Damals habe ich mir geschworen, dagegen anzugehen. Wie viele andere glaubte ich, dass nur Mädchen missbraucht werden. Das stimmt nicht. Ich dachte, dass Kindesmissbrauch nur in den armen Ländern der Welt stattfindet und dass es eine Frage des Geldes ist. Ich habe mich geirrt. Durch meine Arbeit erst habe ich verstanden, sexueller Missbrauch findet auf der ganzen Welt statt. Ich arbeitete ein Jahr lang mit der UNESCO zusammen. Danach bin ich gegangen, weil ich direkt mit Opfern arbeiten wollte und weil Innocence in Danger ein bisschen wie mein Baby war. Ich war vom ersten Augenblick an ehrenamtliche Mitarbeiterin. Ich habe mit Innocence eine internationale Kinderschutzorganisation gegründet und dann haben wir angefangen, weltweit zu arbeiten. In Frankreich, Deutschland, der Schweiz, USA, Kolumbien, Marokko, Großbritannien und Italien. Dank des Engagements der Gründerin von Innocence in Danger ist es möglich, Jahr für Jahr missbrauchten und traumatisierten Kindern, wie hier im Sommercamping Gstaad, zu helfen. Sexueller Missbrauch verletzt Kinder auf so vielfältige Art und Weise. Also er verletzt sie körperlich, er verletzt ihr Vertrauen und er nimmt ihnen unwiederbringlich ein Stück Kindheit, die man jedem Kind wünscht. Die Situation macht mich traurig. Die Gesetze müssten strenger sein, die Strafen härter. Ich kann nicht akzeptieren, dass unsere angeblich so zivilisierte westliche Welt den anderen sozusagen Nachhilfe erteilt und alles besser weiß, während bei uns Menschen, die sich an Kindern vergreifen, nicht angemessen bestraft werden. Das ist ein Verbrechen und als solches muss es geahndet werden. Ganz gleich, woher der Täter kommt und wer er ist. Sind wir vor dem Gesetz nicht alle gleich? Nur leider ist es nicht so. Allein die Botschaft ist gefährlich. Wenn ein solcher Täter für seine Tat nicht büßen muss, hat man das noch immer nicht verstanden? Man entrüstet sich darüber, dass es immer mehr Minderjährige gibt, die selber Minderjährige missbrauchen. Es ist die Botschaft, die man den jungen Menschen mit auf den Weg gibt, denen man sagt, nicht so schlimm. Auch wenn du es machst, alles nicht so schlimm. Traumatisierte Kinder aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz finden im Sommercamp ein Stück ihrer Unbeschwertheit wieder. Im Klettergarten sollen sie lernen, mit ihren Ängsten umzugehen. Die Kinder genießen den Aufenthalt. Ein Junge voller Ängste hat große Mühe, ein normales Leben zu führen. Er ist ein Junge, der ständig auf der Flucht vor der Vergangenheit lebt. Hier im Schutz der Gruppe findet der Junge Mut.
Im Camp überwindet er seine Angst, wie die anderen Kinder auch, die ihre Ängste immer wieder verleugnen müssen. Der Mut ist ein Stück Befreiung für die Kinder. Die Männer und Frauen in unseren Regierungen haben keinen Mut. Sie sind feige. Wenn ich mit ihnen spreche, klopfen sie mir auf die Schulter und sagen, es ist fantastisch, was sie leisten. Diese Männer und Frauen müssen doch verstehen, dass unsere Kinder unsere Zukunft sind und dass ein Land, das sich nicht um seine Kinder sorgt, keine Zukunft hat. Kein Land, keine Regierung der Welt hat die Dimensionen des Internets absehen können. Jetzt muss man daran arbeiten, und zwar doppelt so hart. Diese Verbrechen dürfen nicht länger ein Tabu bleiben. Man muss darüber reden, weil, das zeigen Studien, die Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18, die durch das Internet Opfer sexueller Gewalt werden, überall auf der Welt enorm gestiegen ist. Darum müssen wir jetzt mit noch mehr Mut und noch mehr Entschlossenheit etwas tun. Und zwar im Interesse aller Menschen auf dieser Welt. Omera Sellier, die auf politischer Ebene weltweit für den Schutz von Kindern kämpft, hat als eine der ersten die Gefahren für Kinder und Jugendliche erkannt, die in Form von Kinderpornografie und Cyber-Grooming im Internet lauern. Eine ihrer engsten Mitarbeiterinnen in Deutschland ist Julia von Weiler. Es hat überhaupt nicht den Anspruch, Therapie zu ersetzen. Es ist ein Extra, es ist was ganz, ganz anderes. Es ist überhaupt nicht therapeutisch angelegt, es gibt keine Reflexion, es gibt keine Abendrunden, wie war dein Tag heute, wie startest du morgen in den Tag und so weiter. Das findet alles nicht statt. Und gerade deswegen ist es therapeutisch, wenn du so willst, hilfwirksam. Wenn man hört, ein Kind wurde missbraucht oder ein Kind wurde durch sexuellen Missbrauch schwer traumatisiert, geht man sofort davon aus, das ist kein normales Kind. Sie mussten sich mit Dingen auseinandersetzen, die man ihnen nicht wünscht in diesen jungen Jahren. Also die Kinder hier sind ja zwischen 4 und 13. Und gleichzeitig beginnen sie zu begreifen, dass das Leben, was sie hatten, nicht normal ist. Und deswegen tun sie sich oft so schwer, weil ihr Lebensweg so ein anormaler war letztlich. Und dann ist ja die Frage, wo gehöre ich hin, wie bin ich, wie muss ich sein, wenn ich normal sein will, was ist überhaupt normal so? Und letztlich geht es ja darum, Menschen, also diesen Kindern zu ermöglichen, mit ihren Erlebnissen umzugehen. Das Schöne ist eben, wenn du sie mit Künstlern zusammenbringst, von denen man erwartet, dass sie bitte nicht normal sein sollen, wo man eher enttäuscht ist, wenn sie ein gut bürgerlich normales Leben führen, machen Sie ganz unmittelbar die Erfahrung, du darfst schon auch anders sein als die anderen Kinder und kommst trotzdem gut durchs Leben. Kannst schöne Fotos machen oder tolle Bilder malen oder so. Und darum geht es. Diejenigen, die so etwas Kindern antun, sie dramatisieren für ihr Leben, sind triebgesteuert und werden deshalb auch weitermachen. Die meisten von uns haben ein gewisses Bild von diesen Menschen im Kopf, erwarten, dass man es ihnen ansieht. Doch die Realität zeigt uns, dass man nicht nach Äußerlichkeiten gehen sollte. Ein neuer Einsatz führt uns in einen Vorort von München. Hier warten wir auf einen Online-Täter, der sich im Chat Ziehpapa nennt. Was wissen wir zu dem jetzt? Chatname Ziehpapa. Was hast für Oberweite? Trag noch kein BH, keine Ahnung. Hast aber schon Brüste, oder? Er ist 26 und Schichtarbeiter und er hat uns das erste Mal angeboten, Sex im Schwimmbad und wir Besuch im Schwimmbad in Freising. Im Bikini sollte ich da erscheinen. Wer? Hm? Er schreibt, ob ich rauskomme. Eine SMS von Ziehpapa. Es ist Freitagabend, 22 Uhr. Der 26-jährige Mann aus dem Internet, der sich Ziehpapa nennt, lässt seit 3 Stunden auf sich warten. Über die rund um das Haus installierten Kameras erkennen wir, dass plötzlich ein Mann umherstreift. Warum würde ich zurückschreiben? Unsere Darstellerin soll auf die SMS von Ziehpapa antworten, um festzustellen, was der Mann vorhat. Ich würde sagen, nein,
Moment, ich hole mal eben meine Jacke, weil dann hat er die Zeit.